Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Conor McGregor verarscht uns alle. Er führt uns einfach nur an der Nase rum. Das zumindest glauben jetzt die ganzen Fans, die bei Conor McGregor vor 7 Stunden auf seinem Profil vorbeigeschaut haben. Unter anderem auch Dardan, der schreibt, du hast uns gedippt, du hast uns auseinandergenommen. Ja, und sehr, sehr viele Leute finden es nicht lustig. Ich unter anderem, Freunde, ich hätte fast tatsächlich das Ticket nach Dublin gebucht und wäre ebenfalls zur PK hingeflogen, einfach um für euch geile Videos aufzunehmen. Gott sei Dank habe ich mich doch dagegen entschieden im letzten Moment, weil es einfach zu spontan war. Die UFC PK wurde ja auch kurzfristig erst gebucht und ja, dann hieß es dann einen Tag später, McGregor hat abgesagt und dann dachte ich mir, Gott sei Dank bin ich da nicht hingeflogen, Freunde. Das wäre tatsächlich eine Geldverschwendung gewesen. Letztendlich ist es so, McGregor postet ein Bild, wie er einfach nur lachend, tatsächlich aber sieht es für mich so aus, bei einer Arztpraxis sitzt. Man könnte auch Krankenhaus sagen, aber ich würde jetzt einfach mal Orthopäde sagen, weil hinten auch Muster sind. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Gebiss oder ähnliches zu tun hat. Also viele sagten ja auch Zahnarzt oder so, aber sieht für mich wie ein Orthopäde aus. Also dass Conor McGregor tatsächlich mit irgendwas zu kämpfen hat. Sein Emoji war einfach nur ein Bizeps-Symbol. Ich auf der anderen Seite kann mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich ein paar kleine Wehwehchen hat, mit denen er zu kämpfen hat. Ne? Aber dass das Problem, was er möglicherweise hat, warum die PK abgesagt wurde, jetzt nicht unbedingt eine Verletzung war. Ich meine, guckt ihn euch an. Er sieht für mich jetzt nicht so aus, als ob er großartig verletzt ist. Auf der anderen Seite sehen wir sein linkes Bein nicht. Das Bein hat Conor McGregor schon damals Probleme gemacht und letztendlich ist es so, dass möglicherweise irgendwas mit seinem Bein sein kann. Vielleicht hat er das bewusst nicht gezeigt, vielleicht zeigt er nur ein Bein. Also die Leute spekulieren, die Leute reden viel, die Leute können nur Vermutungen aufstellen. Letztendlich weiß McGregor es am besten, sein Lächeln strahlt hell, so nach dem Motto, dass er ganz genau weiß, dass er jeden hier an der Nase rumführt. Er sagte ja auch zu Chandler, you're going to do what you're told, ne? Also du tust, was ich dir sage. Und tatsächlich hat McGregor Chandler hier deutlich an der Nase herumgeführt. Ariel Helwani selbst sagte, dass er noch zuversichtlich ist und die UFC auch, dass das Event am 29.06. stattfinden kann. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass McGregor doch kämpft, dann war das ein ausgeklügelter Promo-Move von ihm mit der UFC zusammen, um diesen Kampf noch mehr zu hypen, um das Comeback von Conor noch mehr zu hypen. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Bei mir bleibt ihr auf dem neuesten Stand, lasst ein Like und ein Abo da, um nichts zu verpassen. Das wär's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.